Hey Freunde, willkommen zurück. Heute muss ich euch noch einen Duft vorstellen, der absolut perfekt ist. Richtig gut. Komplimente ohne Ende, jedenfalls ich. Und er ist nicht teuer. Ihr werdet begeistert sein. Bleibt dran. Moin, was haben Dennis hier, aka Fragrance Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe für euch was richtig Gutes heute. Eigentlich wie immer, oder? Ich habe doch immer was Gutes für euch. Nein, aber jetzt ohne Scherz. Natürlich sind Düfte Geschmackssache, aber dieser Duft ist der Hammer überhaupt. Und Komplimente, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich für den Komplimente kriege, aber ohne Ende. Und Leute sprechen einen schon, wenn sie 8 Meter von euch entfernt sind, darauf an. Und zwar rede ich von Amav Nish Oud. Absolut genial. Bergamotte, Vanille, Iris, Leder. Ah, der ist einfach gut, aber nur ganz wenig, glaube ich. Ist nicht sehr viel Oud drin. Man könnte es auch sagen, es ist ein süßlicher Oud-Duft mit einem sehr schönen Flakon. Gefällt mir richtig gut. Ja, er ist einfach für eine kalte Jahreszeit, so wie jetzt, perfekt. 4 Grad, 0 Grad und was alles in die Minusgrade nachher geht. Und wenn der Schnee kommt, einfach top. Weil er bringt schon eine Wärme. Und ihr müsst euch nicht erschrecken wegen den Oud, weil es ist ganz, ganz wenig präsent. Man riecht wirklich Vanille, das Leder, die Bergamotte, Salbei. Und die Iris. Und deswegen, weil die Iris auch drin ist und macht es den Duft richtig schön pudrig, weich, cremig. Also wow. Und ich sprach ja vorhin schon von der Ausstrahlung. Die ist Beast Mode. Für mich, bei mir. Ne? Wie gesagt, das ist immer auch bei jedem anders. Ich möchte auch nicht immer irgendwas sagen und dann kauft ihr den Duft und dann sagt ihr, hey, Bismo, der hält bei mir 6 Stunden und bei du redest von 12 Stunden oder so. Oder Ausstrahlung etc. Ne? Nein, also jede Haut ist anders, aber trotzdem, es ist einfach ein starker Duft. So, egal ob du schlechte Haut hast dafür oder gute, er ist einfach stark und auch in der Ausstrahlung. Und Haltbarkeit, ich weiß gar nicht, das letzte Mal. 12 Stunden gehalten und auf die Klamotten riecht sie noch nach 3 Tagen. Also, und ein richtig geiler Flakon, der kommt in einer schönen Schatulle mit Samt überzogen und den kriegt ihr für 30 Euro. Das sind, ich glaube, 100 ml. Also wirklich perfekt. Hier stimmt eigentlich alles. Gut, für Leute, die keinen Oud mögen, obwohl wirklich man riecht es kaum oder ist da überhaupt Oud drin? Man weiß es ja immer nicht. Ich habe das, war da jetzt Oud drin? Also riechen tue ich es. Also wenn minimal, ist es wirklich sehr vanillig, aber vorsichtig, auch durch die Iris, diese so pudrige Vanille. Und eben das Leder, aber auch Leder ganz sanft. Und ihr wisst ja, ich mag nicht so Lederdüfte. Ich habe paar, aber die ich habe oder behalten habe, mag ich natürlich auch. Und deswegen sind sie für mich jetzt gut und zu gebrauchen. Aber das ist ein sogenannter vanilliger Lederduft. Oder besser gesagt, vanilliger, cremiger Lederduft. So. Mit etwas Süße, so könnt ihr euch das vorstellen, wer den noch nicht kennt. Amav, orientalisch angehaucht, sag ich mal. Ach, nicht einfach. Also vielleicht 50%. Ja, 50%,
55% orientalisch angehaucht, also nicht so typisch auf die Fresse mit Ud und so. Also hier habt ihr auf jeden Fall definitiv keinen Stallgeruch und er ist auch nicht scharf durch das Ud. Überhaupt nicht. Nichts. Wie gesagt, das Ud ist, wenn überhaupt, Ud drin. Ich habe das jetzt nicht aus dem Kopf. Die anderen rieche ich raus und weiß ich auch, aber ich glaube, also Ud minimal soll da. Also Ud ist, glaube ich, drin, aber minimal. Es das heißt ja auch Ud, aber es heißt, ne? Das heißt ja auch nicht immer, dass da Ud drin ist, nur weil es Ud heißt. Da gibt es noch mal andere Düfte, aber den kann ich euch ans Herz legen, weil preislich ist das unschlagbar. Weil ihr habt da wirklich eine schöne Haltbarkeit von 12 Stunden und eine hammergeile Ausstrahlung. Also Leute, da könnt ihr wirklich überhaupt nichts falsch machen. Das ist ja immer mein Spruch. Aber ich stehe auch dazu, wenn ich sage, ihr könnt da nichts falsch machen, dann ist das so. Natürlich, ich meine, wer keine Vanilledüfte mag oder wenn es zu süß wird oder kein Ud mag, ich spreche nur die Leute ein, die den auch mögen. Ja? Natürlich zeige ich jeden meiner Fans, Abonnenten das, aber nicht jeder macht, ist ja Fan von Vanille zum Beispiel. Deswegen nehmt den Satz nicht immer so ernst. Nur Leute, die auf cremige Vanille dürfte stehen, mit Leder ein bisschen und etwas süßlich, sind hier sehr, sehr gut beraten, weil der Duft wirklich gut ist und dann noch eine Hammer-Ausstrahlung und Haltbarkeit hat. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann das für 30 Euro. Also schaut mal bitte im Netz, ob ihr den Amarf Ud bekommt. Und wie gesagt, auch eine schöne Schatulle aus Samt, die ist ein bisschen größer, so hoch, denn richtig gut. Ja, dann fahren wir mal weg hier. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Duft kennt. Ich gehe stark davon aus, ein paar Leute kennen ihn schon. Findet ihr ihn auch gut oder wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Findet ihr das genauso wie ich? Perfekt und super, dann schreibt mir mal in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns doch frisch im und beim nächsten Video. Fragrance Talk. Oh.